Was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu der nächsten Episode Food Draft oder zum zweiten Food Draft auf meinem Channel. Ich habe ja schon mal eins gemacht und wer nicht weiß, was das ist, muss auf jeden Fall jetzt die erste Episode abchecken, die einfach übertrieben gut angekommen ist. 70.000 Klicks hat die, glaube ich, 6.000 Likes oder so. Einfach krank, wie ihr das gefeiert habt. Ich feiere diesen Spielmodus sowieso, habe ich euch schon in der letzten Episode gesagt. Und ja, Mann, heute werden wir das gleiche einfach nochmal machen. Wir werden gleich auf dem Markt unser Kapitän suchen und dann nach diesem Prinzip, wenn man hier einen Spieler sucht, zack, und dann kann man sich einfach an der Seite auswählen. Ihr wisst ja, wie das Ganze jetzt läuft. Falls nicht, wie gesagt, checkt die alte Episode ab, die ist in der Beschreibung verlinkt und dann geht's jetzt auch los. Die Price Range ist jetzt auch gesetzt. 300 bis 700.000 wählen wir diesmal aus, damit wir nicht wieder Ronaldo bekommen. Mal gucken, wer es sein wird. 3, 2, 1, unser Kapitän ist Müller, Griezmann, Suarez. Oh mein Gott, hier kommen ganz viele Neymar und ich glaube, das ist ein Angebot. Neymar Junior, der Inform. Suarez oder Van Nistelrooy, Griezmann. Ich werde Neymar nehmen, Mann. Für Neymar müssen wir uns entscheiden. Unser 5-Sterne-Skiller, das wird unser Captain sein. Neymar von Barcelona. Dann kann man ja im Fooddrop wieder zwischen 5 Formationen auswählen. Und ich werde, wie immer, glaube ich, die 4-3-3-4 auswählen, weil das einfach meine Lieblingsformation ist. Bam! Wir ballern Neymar rein. Ihr habt es noch gesehen, Ronaldo war da auch am Start. Aber der wird ja nicht in dieser Episode sein. Und jetzt geht's weiter mit dem zentralen Mittelfeld. Zack, wir suchen Transfermarkt-Suche. Und da wird Arturo Vidal unser zentraler Mittelfeld sein. Fügen wir ein, bis gleich. Arturo Vidal ist drin, es geht jetzt weiter zu der linken Verteidigerposition, dann ist diese Seite schon mal fertig. Und hier kriegen wir einen komischen Team of the Season, aber ich denke, ich entscheide mich für Marcelo, einfach wegen der Chemie zu Neymar. Ich glaube, da ist sogar ein Link vorhanden. Ja, Mann, Marcelo wird jetzt reingeballert. Link zu Neymar, ein grüner Link, einfach krank. Dann wird Neymar auch auf seine Chemie kommen, das ist geil, weiter geht's. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zur rechten Seite über, wir fangen beim rechten Flügel an. Boom, wir suchen und wir entscheiden uns für Hulk. Ja, Hulk wird unser Spieler sein. So, Hulk ist drin, ZM, zweiter ZM und das wird Gerrard sein. Ja, ab geht's zum Rechtsverteidiger und der wird gesucht. Hier kriegen wir Juan Fran. Den gönnen wir uns einfach, scheiß auf den Preis. Bam, der ist drin. Okay, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal einen Innenverteidiger und unser Innenverteidiger wird Boa fucking Tang sein. Geil, Alter, das ist richtig nice. Oh, dieses Team, es wird übertrieben rasieren dafür. Boah, Boateng ist jetzt drin und es geht zum Torwart. Der Torwart wird Rufier werden. Fucking Rufier. Aber das geht eigentlich klar, Mann. Geht klar. Rufier ist auch, denn es geht zum nächsten Innenverteidiger. Das zweite Innenverteidiger nach Boateng. Company. Yo, easy. Verteidigung läuft auf jeden Fall bei mir. Boateng war wieder auf der Seite, aber ey, Boateng und Company in der Verteidigung. Richtig nice. Es geht zum ZOM, der vorletzte Spieler. Danach der Stürmer. Komm schon. ZOM, Ronaldinho und Özil und Rodriguez. Sollen wir die Legende Ronaldinho nehmen? Ein 5-Sterne-Skiller oder nehmen wir Rodriguez? Wir werden Rodriguez nehmen für den Link zu Neymar nochmal. Oder nein, komm, komm, wir machen es einfach, wir nehmen Ronaldinho. Und es geht zum letzten Spieler nach Ronaldinho. Kommt jetzt! Diabetes, der wird sicher nicht Valencia oder Dos Santos kommen. Wir nehmen uns fucking Valencia. Scheiß auf alles. Der wird sein. Und so sieht unser Team dann fertig aus. Neymar mit 6 Chemie. Okay, die Chemie sieht auf jeden Fall nicht gut aus. 43 Chemie haben wir hier im Start. Die Bank muss ich, glaube ich, nicht machen. Scheiß auf Fooddrops Bank. Da tue ich jetzt irgendwelche Spieler einfach drauf, damit wir direkt anfangen können, weil ich eh nicht einwechseln werde. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das Team fertig ist. Bis gleich. So sieht das fertige Team dann mit der Bank aus. Und ja, Mann, ich würde sagen, das wird richtig Bock haben. Neymar, Marcelo, Ronaldinho haben wir hier am Start. Boateng, Company in der Abwehr. Einfach ein krankes Team. Und ich würde sagen, für diese Episode knacken wir einfach mal wieder die 4000 Likes und dann suchen wir jetzt auch schon unseren ersten Gegner. Es geht los, Mann. Ich will richtig rasieren jetzt. Gegner gefunden. Wu-Tang Clan. Alles klar. Hazard hat er hier. Sanchez, Costa. Hat ein ganz geiles Team am Start. Mal sehen, wie er spielen wird. Ab geht's. Neymar. Neymar. Setz dich durch. Schön, Alter. Neymar. Unser Captain. Unser Captain geht jetzt durch. Unser Captain macht das. 1-0 nicht. Was für eine Durchsetzung hier von ihm. Oh mein Gott, war der Schuss heftig. Richtig kranker Schuss vom Gegner. Bo, olle! Ey, faul mich doch. Shit, Mann. Was für ein Angriff. Geiler Pass, geiler Pass. Und das wird das 1-0 sein. Digga, er macht... Wie kann man so einen Ball nicht machen? Ey, unfassbar. Meine Spiele sind so scheiße in der Chancenverwertung. Ich
Junge, wie kann man den Ball immer wieder bekommen, wenn man paced? Ich hasse sowas! Wie... Und meine Chancen gehen nie rein. Ich kann mich übertrieben über sowas aufregen. Oh, der macht den nicht. Guck mal, was habe ich für Chancen. Wie schlecht sind diese Spieler, Mann. Boah. Komm, Ronaldinho, jetzt klär mal. Klär mal was. Schön, Alter, schön. Ich mein's ernst, ich mach gleich die Konsole aus, Alter. Einfach ausmachen am liebsten gerade. Dritte Chance vom Gegner und zweites Tor. Ich bin, Digga, ich bin durch. Ich mein's ernst, Mann. Am liebsten würde ich jetzt gerade die Konsole nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Ungelogen. So eine Spiele, die regen so auf. Ihr habt meine Chancen gesehen. Ihr habt die gesehen. Oh mein Gott, verloren 2:0. Dieses Spiel hat mich einfach so aufgeregt, ne? Mir egal, dafür gibt es jetzt noch ein Spiel ab, ein zweites Spiel. Ich will gar nicht mehr darüber reden. Digga, ich würde am liebsten gerade ausrasten. Okay, Gegner gefunden. 4-3-3. Money Record Break hat er am Start. Team of the Seasons informs. Man of the Match. Egal was man sucht, man findet's hier. Das wird ein hartes Game. Ab geht's. Ronaldinho. Boom! Was für ein Tor. Ich habe euch gerade gesagt, ich lasse ihn nicht aufregen. Ich werde meine Chancen nutzen. Ronaldinho haut hier direkt so ein Finesse raus. Mhm. Ich glaube, der Gegner hat keinen Bock mehr nach diesem Tor. Ja. War auch ein geiles Tor. Boah, was ist das, Mann? Find doch ein scheiß Gegner. Ey, ich glaube, das kennen alle von euch, wenn man einfach keinen fucking Gegner mehr finden kann. Hier, Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen und das jedes Mal. Ich hoffe, das wird zu FIFA 16 gefixt sein und ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Episode von Foodcraft. Ey, Neymar, der war krank, der Spieler, ungelogen. Ronaldinho mit dem Traumtor eben am Ende auch nochmal übertrieben krank. Und ich wollte euch fragen, habt ihr mal Bock, dass ich diesen extinct Douglas Costa von Bayern mir erfüllt und damit einfach mal so eine Episode FIFA mache, mal den austeste oder so. Ich habe mal Bock, so ein paar Spieler zu testen. Wenn ihr Bock auf sowas hättet, dann schreibt mir das auch mal in den Kommentare rein. Einfach so reinschreiben, so drrrt. Oder gebt dem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich auch Bescheid. Und ich würde sagen, günstige FIFA-Coins noch abchecken, falls ihr noch welche braucht. Ich glaube zwar nicht, aber falls ihr braucht, dann gönnt euch Instagram abchecken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Peace!